Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gitwimod. Hallo, und ihr seht, ich mache mich bereit und du hast ein bisschen Lebensenergie verloren. Thank you. Ja, wir haben hier so. Erzähl du. Nee, sag. Wir haben hier die Pyromanen besiegt. Diese Feuer kann man leider nicht löschen. Und wir wollten uns, ich zeig mal kurz auf Map, hier oben geht's irgendwie zum See. Da wollten wir uns jetzt mal hinbegeben. Wo unsere Stimme mit uns am Reden war. Ja, weil die ganzen Pfützen ja reden, ne? Oder? Ja, das Element Wasser sehr wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Und da müsste doch eigentlich unser Cheyenne, der müsste... Achso, halt hier runter müssen wir, ne? Ja, dem passt das ja auch gar nicht, dass hier die ganzen Tiere abgeschlachtet werden. Genau. Das ist richtig sauer. Vielleicht ergibt sich hier noch was und Cheyenne erzählt noch was. Weil der ist ja richtig gut mit dabei immer, ne? Der redet auch ab und zu mal darüber. Das haben sie schön gemacht. Hätten sie ruhig ein paar mehr. Ja, das ist schade, dass ich jetzt nicht den Ritter dabei, die Ritterin, diese Kriegerin, weil die würde auch die ganze Zeit noch Kommentare natürlich von sich geben. Und ich habe gelesen irgendwann am Anfang, begonnen haben, dass die eine eigene Story haben, die beiden Charaktere. Ja, ja, genau, das hast du mir schon mal erzählt. So, ja, dann gehen wir hin. Ich mache erst noch ein bisschen Regen. Arterius. Ich glaube, der greift nicht direkt an, oder? Ach so. Na, dann oder ich bin mir nicht sicher. Ich gehe da noch ein bisschen hin, das sind jedenfalls makellos. Ja, das ist so ein Problem. Aha. Balina, ist das eine Frau? Oh, da hinten haben die was gesagt. Ah, nee, du redest. Ich glaube, das ist eine Frau. Ich nehme es mal jetzt an. Ja. Arterius, was haben wir denn hier? Anscheinend habt ihr einen der kleinen Hexenfreunde übersehen. Ach, unser Glück, dass der Fuchs nicht so dumm war, sich vor dem Hund zu verstecken. Moment, was genau tut ihr hier? Na, das ist ausschließlich die Angelegenheit der Makellosen. Obwohl ich anhand des Zustands dieser traurigen kleinen Höhle annehme, dass ihr erraten hättet. Ich bin kein Freund der Hexe. Ich bin ein Quellenjäger. Ein Quellenjäger, das ist ja noch schlimmer als kesselrührender Abschaum. Ihr werdet nicht ruhen, bis ihr die ganze Welt vor der Essenz der Göttlichen befreit habt, nicht wahr? Ihr sagt, ihr seid nicht mit der Hexe befreundet? Noch nicht. Jedoch, wie sie, würdet ihr es wagen, der Bestimmung der Mittlerin im Wege zu stehen? Zwei verrottete Stängel an derselben Pflanze, wie es scheint, entschlossen, die Wurzel zu verderben. Wo genau habt ihr die weiße Hexe hingebracht? Es könnte genauso gut die fünfte Dimension sein. So nutzlos ist diese Information für euch. Die Berge werden singen, die Flüsse werden heulen, bevor die Hexe freigelassen wird. Na denn. Na, worauf wartet ihr? Nun, das ist jedenfalls eine Neuigkeit. Seht ihr, ich glaube, Arterius hat eure Witterung aufgenommen. Stimmt doch, Junge. Ja, und es gibt nichts, was er so sehr schätzt, wie das Fleisch eines in die Ecke getriebenen Verlorenen. Arterius, Angriff! Ich denke mal, also der Arterius ist der Hund, ne? Ja. Ach, armer Arterius, du, lass dich nicht mit reinziehen. Geh auf die Seite von uns! Ja, das ist die Frage. Sollen wir ihn überhaupt angreifen? Bist du noch jetzt im Kampf, oder? Ja, aber wir wollen ja eigentlich keine Tiere töten, ne? Aber wir werden wohl müssen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Schätze ich. Da kommen wir nicht drum rum. Also du machst ihn zum Freund. Aber selbst dann wird er sich irgendwann wieder gegen uns stellen. So, ich bin mal an der Reihe. Jetzt ist mein Regen natürlich fort, ne? Und hier bitte schon. Okay, wir haben drei Magier uns gegenüber. Ja, das ist nicht okay. Das ist nicht ein Schwertkämpfer und ein Fernkämpfer. Das ist nicht. Und ich bin ewig lange dauert es, bis mein Kämpfer dran ist. Shit. Und Arterius wird mich schon. Der geht schon mal. Sauerei. Hat er viel Schaden gemacht, der Arterius? Geht er nicht. Naja, gut, ich weiß nicht. 424, ja. Was ist das? Achso.
Hm? Also die hauen ganz schön auf die Kante. Die hauen uns ganz schön um. Ich meine, ist jetzt noch nicht der große Schaden, aber... Ich werde den... Achso. Hm. Haben die ein Elementar hingezaubert, oder wie? Aber ich habe was, glaube ich, gegen Elementar. Ich werde, glaube ich, jetzt diesen maglosen Kleriker oder den Schwertkämpfer auf meine Seite ziehen. Irgendwas wäre nicht schlecht, ja. Ich glaube, den makellosen Schwertkämpfer. Du da. Dankeschön. Kämpf mal auf unserer Seite. Das ist schon mal gut. Ich habe was gegen hochbeschworene Wesen. Irgendwie erhöhten Schaden, oder? Hm, weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier so... Ne? Wird schwierig. Die stehen so nah an uns dran. Dann noch ein makelloser Kleriker. Hm. Ja, ich tu den auch verzaubern. So. Achso. Achso, das geht auch. Na dann. Ja, mit Pfeilen, ne? Und dich versuche ich umzuwerfen. Blums, der liegt auf dem Boden. Schön. So, ich schau mal jetzt. Ach, ich hab. Ach so, ich bin ja. Ich hab kaum noch. Ich hab ja kaum noch was zu sagen hier. Ich kann ja gar nichts mehr. Weil ich verkrüppelt bin. Ja, warte mal, dann machen wir es lieber anders. Vielleicht kannst du auf dich Zauberei legen. Ah, unsichtbar, okay. Das ist gut. Hoffentlich können sie sich echt nicht mehr treffen. Ja, immerhin, sie können schon. Oh, die machen eine Verzauberung auf jemand anderen, oder was war das? Ah ne, das ist einfach nur... Nee, auf mich, ne? Die wollten den niederschlagen, ne? Genau. Haut den Hund mal kaputt. So, das ist schon mal... Oh, das reicht. Das reicht! Das reicht! Ach, du Schande. Was, wie viel wollt ihr denn noch hoch? 2 Erdelemente. Na gut, dass wir... Verfehlt. Verfehlt. Ah? Sehr das gut, die ist unsichtbar. Nur gut, dass wir die auf unserer Seite haben. Was denkst du, was das hier für ein Massaker gegeben hat? Hm. Das ist echt übel. Wir müssen unbedingt den Elsonisten töten. So, ich bin nah verkrüppelt, ne? Ne, ich bin beschleunigt, Entschuldigung. So, ich kann... Ich kann ein bisschen was. Ich kann zum Beispiel das hier. Sehr gut. Das war nicht so schlecht. Ja, so. Das war sehr gut. Und dann kann ich nichts mehr. Ja, dann lassen wir es mal, ne? Soll ich noch... Nee, nee, der ist noch gut. Hm. Der ist noch gut im Rennen. Dann kannst okay, du noch. Das ist das blöde Element im Weg. Ich glaube, ich versuche das zu töten. So, wer ist dies in uns? Die Erdelementare sind... Also wir müssen den Illusionisten, ne? Ja, der ist leider im Weg, deswegen werde ich mal auf den drauf machen. Okay, einen haben wir. Oh, einen haben wir. Der lässt Gift, der Erdelement, wenn ich den töte. Blöde. Damit habe ich dich vergiftet. Obwohl natürlich voll. Erdelement und Gift ja passt. 26 bis 79 Giftschaden hast du jetzt. Ja, das geht schon. Ich habe nicht genügend Punkte, um das zu heilen. Das kostet 5 Punkte. Dann muss das also dem schieße ich noch einmal auf den Illusionisten. Der dürfte ja nicht so viel aushalten. Naja, tut er auch nicht. Ja, hätte ich auf den drauf geschossen, wäre der so wahrscheinlich gestorben. Aber ich konnte den nicht treffen, richtig. Die Frage ist jetzt. Geht wem braucht Heilung? Genau. Gebe ich ihm Heilung oder nehme ich ihm die Entgiftung? Wenn du Entgiftung nehmen kannst, würde ich das machen, glaube ich. Na, ich mach's doch mal. Das ist die dicke Heilung, ne? 154, ja. Ja gut, die ist eigentlich stärker als das Gift, das stimmt. Denke ich eben. So, und dann habe ich ja noch mehr im Angebot. Ja, aber... nee, ich gebe dir mal noch was. Lieber. Okay, Zusatzschaden, das ist nicht schlecht. Mhm. Können wir mit leben, ne? Ja, ja, sollen die ruhig schon mal verletzen für uns, dann machen wir gleich den Rest, wenn wir dran sind. Kritischer Treffer. Auf den. Ach, auf den. Und da ist wieder einer gefallen, ne? Aber eben, also unser Freund.
Ja, das macht nichts. Die sind ja auch nicht lange mehr verzaubert. Der hat ja nur noch zwei Runden. Vollkommen recht. Ah! Das ist schlecht. Das ist schlecht, das stimmt. Gift ist immer schlecht. Nee, das ist schlecht, dass wir zwei Runden niedergeschlagen sind. Ach so. Ah, Gift. Scheiße. Gift ist nicht so schlimm. Was war denn das für eine mächtige Giftattacke? Schlagerzauber. Oh. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Okay, der nächste ist auch down. Oh. Also Verzauberung war schon mal super. Was mache ich denn jetzt in meiner Angst? Wo ist der andere Illusionist? Makellosen Illusionist, ne, muss ich. Ah ne, da ist er, okay. Ich könnte. Aber ich weiß nicht, ob ich es mache. Aber der ist eh tot. Eigentlich müsste ja das Erdelement verschwinden, wenn du den Zauberer tötest, oder? Den makellosen Illusionisten. Oder sehe ich das falsch? Ja. Was denn jetzt? Ja, töten ist gut, ne? Fehlt mir ein. So, das war's, Chehan, ne? War schön. Aua! War schön mit dir. Jetzt bin ich auch noch am Bluten? Mistvieh. 30 bis 60 Schaden pro Runde. Plus Gift kriege ich also 140, ne? Ja, 60 bis 140 Schaden momentan pro Runde. Wieso bin ich denn? Da war was mit dem Zauberer. Das ist nicht gut. Dabei standen wir eigentlich ganz gut schon von weit hinten, ne? Ich hätte während des Gesprächs einfach nach vorne rennen sollen, damit ich hinten war und dann hätte ich die alle mit dicken Problemen. Ich hätte noch weiter zurück sollen. Da hinten zu der Brücke hin. Na gut, so, wir sind aber jetzt immer noch dabei. Wen haben wir denn noch? Jetzt haben wir hier unseren. Der ist doch schon wieder aufgeladen. Der hat sich was genommen, ne? Drogen eingeworfen. Mittlerer Heiltrank hat der untere. Blöd. Ich lieg leider noch eine ganze Runde. Das heißt, du bist jetzt alleine und die werden mich sehr wahrscheinlich jetzt tothauen. Ja, dann. Was dich werden sie tothauen? Ich bin eine ganze Runde noch am Liegen hier. Mach einfach mal was, sehen wir jetzt, was passiert. Ja, das wird nicht viel bringen, weil ich Blutung und Vergiftung auf mich habe, die 60 bis 140 Schaden zusammen machen pro Runde. Plus nochmal das, was jetzt auf mich gehauen wird. Man weiß ja nie. Die können ja mal auf mich gehen. Aber die sind ja schon schlau, ne? Ah, ich nehm doch das alles. Gibt's da nicht mal? Da gab's doch immer bei Rittern sowas, so Aggressionsdings, dass die alle auf ihn gehen. Gibt's da nicht mal so eine Fähigkeit? Keine Ahnung. Ich bin schon wieder dran. Du bist schon wieder dran. Wie lange bist du belebt? Siehst, ich hab's gewusst. So, jetzt makellos. Aber ich habe viel zu wenig Aktionspunkte. Das ist das ganze Übel an der Sache. So, der liegt. Also packen wir doch noch. Sehr schön. War vielleicht gar nicht so schlecht, dich zu heilen, ne? Aber ich brauche trotzdem nochmal. Ja, die Frage ist, soll ich überhaupt nochmal zusätzlich eine Heilung jetzt nehmen? Ich glaube eher nicht. Schon, oder? Nee? Ja, das. Ach so. Weiß ich nicht, weil wir müssen ja die irgendwie schnell downbringen hier, oder? Kannst du dich wegteleportieren? Ich könnte mich wegteleportieren, ja. Nach hinter das Gift? Aber ich glaube, besser wäre. Weil der wird sowieso jetzt explodieren und wird wieder Gift verursachen, das Erdelement. Der Erdelement, das Erdelementar, ne? Ich würde sagen. Machen lieber etwas Schaden. Also ich würde dann auf Arterius drauf. Ich guck gerade die Pfeile durch. Ich kann natürlich den Querschläger noch machen. Ja, komm, dann schädige ich alle. Sehr gut. Ja. Ich meine, du bist ja eh schon vergiftet. Ne? Stehe ich auch im Gift? Ist nicht so ganz klar, ne? Was machst denn du da hinten eigentlich? Der will mir Aua machen.
Du sollst... Ach, das ist ein blöder Punkt. Nee, verfehlt. Was? Oh, die ist natürlich ja hart. Ah, die zaubert direkt wieder 9. Die ist hart. Hört doch auf mit deinem Mist. Ja, verkrüppelt. So, Arterius. Ich mach mal erstmal hinüber, oder? Vielleicht das Gescheiteste sein. Also ich hätte das Erdelement, glaube ich, nicht töten sollen, weil sie scheint direkt wieder Neues hochzurufen, das immer einzeln. Ich gehe jedenfalls rüber jetzt zu Valena, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich werde versuchen, von hier zu fliehen. Ist doch verkrüppelt, oder? Was, du hast noch so viel Bewegung? Ja, 4 Punkte kostet mich das. Weiter ging nicht. Gehe ich noch einen Schritt. Ach, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Hör auf! Hört! Die ist sowas von... Ärgerlich. Ärgerlich. Und den segnet sie noch. Okay. Und mich haut sie an. Also... Ah, die sind trotzdem hinter mir her. Aber wie? Mistviecher. Aber wie? Das ist nicht gut. Warte mal, ich probiere mal was in unserer Angst. Was willst du machen? Ach nee, geht nicht. Sonst hätte ich gemacht. Na gut, dann nicht. Ich hätte versteinert, aber geht ja anscheinend nicht. So, dann Valena. Sehr schön. Arsch, schade. Okay, wir werden definitiv was zu Altrank. Uns nehmen müssen. Altrankmäßiges, ne? So. Und hoffen. Der blöde Armbrustschütze ist natürlich auch nicht ohne. Leider auch nur 4 Punkte wegen dem Dreckigen verkrüppelt. Na gut. Geht auf mich. Was ist jetzt? Was hast du jetzt wieder? Ah. Nimm mich hin. Ah, der verkrüppelt mich immer wieder neu. Das ist so ätzend verkrüppelt. Ich muss und vor allen Dingen verkrüppelt, genau, wollte ich gerade sagen. Du kannst da ja kaum. Bewegungspunkte hast du da kaum, ne? Ich glaube, ich werde erst das mit dem Gestank machen. Ich muss doch nicht gut riechen. Du kannst ja. Das ist, obwohl die sonst die Frage, dann kann ich gar nicht vielleicht mehr mit Leuten quatschen. Das ist auch doof. Ich würde ja gerne aus der Lache da rausgehen. Aber ich bleib trotzdem dran stehen, weil ich komme nicht raus. Was machen wir jetzt? Das ist echt doof. Das ist echt doof. Wenn er mal angreifen könnte, ne? Der Baum. So, wir haben jemanden verzaubert. Der soll doch bitte mal hier das Erdelement töten. Hey, halt mich, oder? Das wäre immer was ganz Neues. Hat er das gemacht? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur immer noch 92. Uah. Hat irgendwie nicht geklappt, die Heilung. Warum macht der denn keinen Schaden? Der konnte mich nicht heilen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Das Spiel hat es nicht gewollt. Ja. Ich habe keine Heilung bekommen. Finde ich nicht schön. Ich auch nicht. Hätte mal lieber irgendwo draufgeballert. Jetzt. Ich kann dir nicht. Die steht wieder in dem Boot. Ah, das ist doof gemacht. Na gut. Kannst du nicht treffen jetzt, weil sie in dem Busch drin steht, ne? Gut. Nee. Ja. Die können sie ja versteinern, aber die wird wahrscheinlich immun dagegen sein. Nee. Ach so, aber du bist. Ah, du bist dann dran, ne? Wenn ich dran bin, bin ich sehr wahrscheinlich tot, weil ich 28 bis 86 Giftschaden kriege bei der nächsten Runde. Und ich habe nur 28. Man weiß es nicht, ne? Okay, also dann. Ja, ich kann nicht. Ja, bin ich tot. Bevor ich irgendwas machen kann. Aber du hast jemanden, der noch 2 Runden verzaubert ist, der aber irgendwie nichts tun will. Total Mischugge. Jetzt ist unser Krieger der letzte Mann im Felde. Aber das kannst du packen, weil auch der makellose Waldläufer dir noch hilft. Kann ich eigentlich nur mal als Gag dich wiederbeleben? Nicht genügend Aktionen. 10 Punkte kostet das, glaube ich. Boah, das ist viel. Was ist denn das mit einem Busch hier? Ach, jetzt. Nee, auch du musst da Millimeter
Aber millimetergenau, Mister. Aber millimetergenau. Warte, zweimal darf ich. Vielleicht, wenn unsere Freundin noch mit drauf schießen würde. Der ist ja nicht schlecht, aber die verfehlt. Kann ja gar nichts. Oh, jetzt schlürft so ein Trunk. Mittlerer. Na gut, aber trotzdem. Trotzdem. Es eine ist Runde noch... hilft sie dir noch. Da ist schon wieder ein neues Erdelement. Na! Sau ärgerlich, diese Elemente, weil die ständig Verkrüppelung machen. Wenn man Verkrüppelung hat, war es das eigentlich. Verkrüppelung fehlgeschlagen, Verkrüppelung fehlgeschlagen. So. Das ist doch schon mal Wort. Ich bin. Warte mal, versuchen wir was. Körperstärkung ist wie gegen Verkrüppelung. Könnte ich natürlich auch Punkte reinsetzen. Ich will aber eigentlich gar nicht getroffen werden als Fernkämpfer. Das ist das Doofe. So, das jetzt. Ich komme nicht darauf. Okay, der Makellose ist jetzt gegen dich. Hat aber nicht mehr viel Energie. Also der Waldläufer. Eieiei. Ei, ei. Okay, ich glaube, den Kampf müssen wir neu machen. Ist anzunehmen. Schade, dass man, wenn man die mehrere Tränke nimmt, nicht zweimal die Wirkung hat, weißt du? Ach du Schande. Ja, das war doch mal ein interessanter Kampf. Sag es mal so. Ja, okay, ne? Also, wenn du das Gespräch schon anfängst, renne ich hinten rüber. Lass die gar nicht ausreden, die können es mal kreuzweise. Und baller da irgendeinen dicken Vergiftungsfall rein, der die selber alle tötet. Okay, ich lade. Irgendwie sowas. So, Autosave. War mal Autosave? Okay. Die letzten, die du hast. Kann sein, dass der kurz vorm Kampf gespeichert hat. Aber wir müssen auf jeden Fall auch einen Break machen. Ich würde sagen, versuchen wir der nächsten Runde. Bis demnächst. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.